Heute Abend macht es weder Wau-Wau noch Tut-Tut, sondern Klopf-Klopf. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 770. Gute-Nacht-Geschichte. Das heißt, nächsten Monat im November gibt es dann die 800. Gute-Nacht-Geschichte von Ab ins Bett. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Jetzt starten wir erstmal den ersten richtigen Abend in dieser Woche. Also gestern war ja auch ein richtiger Abend, aber da war ja noch Feiertag. Deswegen jetzt das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Eieiei, wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch doch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute an diesem Dienstag, na, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist noch ein Hinweis für alle Eltern vor allem auch. Es gibt dieses Jahr wieder den Ab ins Bett Adventskalender, den neuen Adventskalender. Diesmal ist Pupsi wieder der Titelheld. Pupsi ist ein kleiner süßer Elefant und seine Mission ist es, in diesem Jahr das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten zu feiern. Pupsi und das Weihnachtsfest im Baumhaus. Die ganzen 24 Teile dieser Geschichte gibt es nur im Ab ins Bett Adventskalender, gibt's nirgendwo zum Anhören, eben nur exklusiv im Adventskalender. Und den bekommt ihr online auf abinsbett.net. Jetzt vorbestellen. Dankeschön. Hier ist die 770. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstag, den 4. Oktober. Aaron und die klopfenden Tropfen. Aaron ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein ganz normaler Dienstag. Aaron kommt früh gar nicht aus dem Bett, denn nach dem langen Wochenende würde er am liebsten noch früh ausschlafen. So lange, wie er will und wie er kann. Heute Morgen kann Aaron aber nicht ausschlafen. Nicht etwa, weil der Wecker klingelt, sondern es gibt etwas anderes, das Aaron wach macht. Auch nicht die Mama, auch nicht sein kleiner Bruder Sören. Manchmal kommt der kleine Bruder in das Zimmer von Aaron, weil er spielen möchte oder weil ihm langweilig ist. Das findet Sören nicht so gut, vor allem nicht, wenn er schläft. Heute allerdings ist es etwas anderes. Sind die Nachbarn wieder laut, denkt sich Aaron. Die Nachbarfamilie, Familie Widinski, die machen nämlich öfter Musik zu Hause. Dann hört man die Gitarre und auch das Klavier bis ins Kinderzimmer von Aaron. Doch heute klingt es weder nach einem Klavier noch nach einer Gitarre. Es sind andere Geräusche. Sind das vielleicht Trommeln? Hört Aaron vielleicht jemanden aus der Nachbarschaft trommeln? Vielleicht wohnt ja da jemand, der einen Regentanz aufführen möchte. Oder ein Schlagzeuger, der für ein Konzert probt oder für eine große Bühnenshow. Aaron kann sich nicht helfen, aber dieses Klopfen wird immer lauter. Mittlerweile klingt es auch gar nicht mehr wie ein Musikinstrument. Es klingt wie Regen. Aaron steht auf und öffnet das Rollo. Und es sind wirklich draußen einzelne Regentropfen zu sehen. Aaron achtet genau auf die Regentropfen, wie sie an seine Fensterscheibe nun platschen. Und nun ist es so, als würde jeder Regentropfen mit Aaron reden. Erst klopft er an dem Fenster an und dann stellt er seine Frage. »Aaron, nimm mich rein, ich möchte nicht hier draußen sein«, sagte zum Beispiel der erste Regentropfen. Der nächste Regentropfen, auch er klopft am Fenster an und er sagt, »Aaron, komm raus, lass uns doch gemeinsam spielen«. Der dritte Regentropfen macht es den anderen nach. Und auch er klopft an. »Komm raus, hier hast du Spaß, denn die Regentropfen machen dich nass.« Auf einmal klopft es wieder.
Diesmal aber nicht am Fenster, sondern an der Tür. Diesmal kommt Sören zur Tür rein. Der kleine Bruder von Aaron. Sicher ist ihm wieder langweilig. Sicher möchte er spielen. Nun sitzen sie gemeinsam am Fenster von Aaron und sie hören die klopfenden Tropfen. Und Aaron hat weiter zu jedem einzelnen Tropfen eine Geschichte. So wird ihm nicht langweilig. Auch nicht an einem Tag voller Regen am Fenster mit den klopfenden Tropfen. Und Sören, der weiß, genau wie sein großer Bruder Aaron, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, dann ohne Regen hoffentlich. 18 Uhr, ab ins Bett.net. Gute Nacht.